Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Lampenschuss-Simulator 2019. Wir sind noch auf der Karte Hoftalbauer unterwegs, die mir aktuell sehr viel Spaß macht. Upsala. Sofern mir da nicht immer diese Betonmischer da reinkommen. Die werdet euch der eine oder andere vielleicht fragen, was macht der denn hier mitten auf der Straße mit diesem Ding? Ja, ich habe ja beim Sehen, habe ich ja irgendwie der Helfer hat hier einen so eine kleine Schneise vergessen. Und jetzt versuche ich das gerade aufzusammeln. Das Problem ist, hier stehen direkt die Bäume. Und sobald ich auch nur einen Fitzel von dem Getreide einsammeln würde, was denn da drin ist. Also wenn ich jetzt mal hier den Ernter einschalte, sagt er jetzt, okay, er würde ja Getreide ernten. Und dann fährt er da halt einfach so drüber, ohne das dann zu ernten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dementsprechend muss man das dann ein bisschen, ranfummeln, bis das dann mal funktioniert. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. Aber, gut. Den Schuh muss ich mal selber anziehen, dann geht er halt nicht anders. Aber egal, ich zeige euch jetzt, was ich meine. Ihr fahrt jetzt hier rüber und dann... Ja, es ist wirklich schwer, den da reinzubekommen. Das ist wirklich sehr nervig. Egal, wir versuchen es nochmal. Ja, man kriegt hier nicht so richtig rein. Das ist wirklich sehr schade. Dementsprechend werde ich es so machen, dass ich dann einfach sage, okay, ich ernte jetzt erstmal das Getreide ab. Im schlimmsten Fall fahre ich da gleich mit dem Flug einmal drüber, mach's halt kaputt. Ne? Also die fünf Soja, die ich jetzt hier noch einsammeln kann, die machen mich nicht reich, beziehungsweise arm, wenn ich es nicht kann. Und dann ist es eigentlich auch egal, genau. So, während der hier abtankt, können wir natürlich hier gucken. Der John Deere, der 6120M, den ich mir neu geholt habe, der macht hier wirklich einen ausgezeichneten Job. Der pflügt hier gerade den Acker. Und das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Dann kann er den nämlich gleich direkt bestellen. Den Tiefenlockerer, den ich hier habe, der funktioniert sehr, sehr gut dafür. Das kann man nicht anders sagen. Genau. So, der ist jetzt fertig. Das heißt, wir können hier direkt wieder starten. Dann ziehen wir einfach mal hier gerade rum. Das neue Schneidwerk macht auch einen sehr guten Job. Man merkt richtig, dass es halt deutlich breiter ist, was natürlich erstmal ganz nett ist. Und also wie gesagt, dieser Streifen, da bin ich vielleicht nicht ganz richtig drauf eingegangen. Der Helfer hat das halt vergessen zu bestellen. Und dann habe ich selber noch eine Spur hinterhergezogen, habe aber die falsche Frucht ausgewählt gehabt. Und deshalb steht da jetzt so ein Streifen Soja drauf. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Aber ich kann es jetzt halt nicht ändern. Mal gucken, wie der Helfer damit umgehen wird. Wir werden es dann gleich sehen, genau. So, Stroblage anschalten, die ist natürlich ganz wichtig. Vorteil durch ein breiteres Schneidwerk ist natürlich, dass ich auch weniger fahren muss beim Stroh einladen. Das macht natürlich sehr viel, oder vieles deutlich einfacher, sagen wir es mal so. So, der fährt das dahin, während der jetzt hier, guck mal, 93%, das passt perfekt mit dem Anhänger. Während da vorne jetzt der Helfer fährt, kann ich natürlich erstmal ganz schnell hier das Vorfahrtsschild umfahren, was nicht umzufahren geht. Und dann ganz schnell abtanken gehen. Dann hätte ich mal eine Frage an den einen oder anderen von euch. Vielleicht kann mir ja das jemand erklären. Also. So, erstmal wurde gefragt, ob ich denn hier Kühe kaufen kann. Ja, hatte wohl jemand Probleme. Also ich kann hier ganz normal Kühe kaufen und verkaufen. Das funktioniert in diesem Menü wirklich sehr, sehr gut. Kann ich mich nicht beklagen dann dabei. So, wir fahren mal ganz schnell weiter. Und es geht da vorne quasi um... Da kann ich euch ja... Ich tank mal gerade ab, dann ist das ein bisschen leichter. So, hier mal durchfahren. Und abladen. So, während der ablädt, kann ich mal gerade hier einmal schauen. So, also, Kühe, ihr seht, ich habe jetzt 468 Liter Milch dabei. Ich habe ein bisschen Mist, ich habe ein bisschen Gülle. Alles optimal, die Kühe laufen, sage ich mal, soweit so gut. Die Hühner geben aber null. Also, jetzt weiß ich nicht, ob ich da irgendwie, ich kann da gerade mal hinfahren zum Hühnerstall, ob ihr da auch die Hühner aktiv habt. Die Frage ist, ist vielleicht dieser Hühnerstall nicht ganz richtig oder ähnliches? Das kann natürlich auch sein. Ich habe hier nur, ich sehe hier keine, ne, irgendwas hier auf dem Boden, was ich irgendwie aufsammeln kann oder ähnliches dabei. Hier werden auch keine, es wird nichts platziert dabei. Ne? Ich habe hier den Bestand, ich habe ja ein Huhn und einen Hahn jeweils dabei. Dementsprechend sollten die sich dann auch vermehren, was sie dann wo auch machen. Das dauert halt noch ein bisschen dabei. Aber ich kriege keine Eier raus. Da würde mich mal interessieren, ob das jemand auch das Problem hat. Ne? Also ich bin jetzt nicht mehr der große Huhn-Fetischist in diesem Spiel, dass ich sage, ich mache jetzt hier so einen riesen Hühnerstall raus. Nur wenn man das schon hat, finde ich, da kann man sie ja auch nutzen. Ich fahre mal ganz schnell zum Abtanken hin. Also da mal bitte, kurze Info, wäre sehr, sehr nett von euch. Mal gucken, was denn so wird, genau. Ansonsten wurden mir natürlich wieder viele Mods vorgeschlagen, viele Trecker, die ich hätte nehmen sollen. Sehr interessante Dinger dabei und der ein oder andere Trecker wird ja, denke ich mal, noch seinen Weg hier auf die Map finden. Upsala. Und da bin ich mal sehr gespannt, was das so wird. Also, wir werden jetzt mal gerade gucken.
Oh, der ist jetzt gerade fertig hier beim Abtanken. Vielleicht können wir gerade noch abtanken. Oder macht er nichts? Stehen. So, genau. Mal gerade mal gucken, wie viel er drin hat. Ja, das ist nämlich mit Weizen, da kommt immer gut was dazu. Ich fahre den jetzt mal einfach hier hin. Da kann ich nämlich gerade in der Zeit den Ladewagen holen. Der Ladewagen, den ich habe, der macht richtig Spaß. Der ist gut. Der ist richtig, richtig klasse. Seht ihr, wird natürlich so ein bisschen was auf mich zukommen. Hier werde ich sehr viel Stroh jetzt zum Anfang produzieren. Aber ist nicht schlimm. Brauche ich ja auch für die Viecher. Und zur Not kann man Stroh natürlich wunderbar verkaufen. Also das ist immer eine sehr, sehr gute Geldeinnahmequelle. Hier muss man schon fast aufpassen. Da ist der die Holen, ich wollte es gerade sagen, fast schon zu schnell. Ja, mal gucken. So, wo habe ich den Ladewagen hingestellt? Das ist mal so mein größtes Problem. Hallo, ah, da steht er. So, muss ich mich noch ein bisschen zurechtfinden hier auf dem Hof. Der mir wirklich, also, sehr, sehr gut gefällt. Kann man nicht anders sagen. Hat leider keine Unterstützung für, wie heißt es denn, für hier Fabriken. Aber hier muss man auch keine Großfabriken aufbauen. So, hier ist Silo. Das kann ich schon mal öffnen. Das ist schon mal gut. Dann kann ich nämlich gleich, wenn ich Langeweile habe, da die Silage einsammeln. Mal gucken, vielleicht könnte ich die auch mit dem Ladewagen einsammeln. Das testen wir jetzt gleich mal. Das würde mich mal sehr interessieren. Weil das Ganze mit so einer kleinen Schaufel, dann dauert das natürlich Ewigkeiten. So, der Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das ist er hier. Und er wird bestimmt blockiert von dem Ding. Dementsprechend lassen wir den einfach mal hier drehen schnell. Also mal aufpassen, gerade bei so Abtankmanövern. Dann kann es immer sein, dass der dann halt mal so ein bisschen ins Stocken gerät. So, dann tank mal ab hier oder fahr mal weiter. Den fahre ich mal gerade von der Straße noch runter, damit er hier jetzt nicht den ganzen Verkehr aufhält. Wobei es hält sich in Grenzen. Der Verkehr hier ist generell in Ordnung. Also es ist recht wenig, was man hier hat. So, dann machen wir den Hub mal an hier. Und ihr seht, er sammelt fröhlich das Stroh ein. Das sieht sehr gut aus. Dann lasse ich gerade mal hier parken dabei. Der muss jetzt natürlich wieder zeigen, was er kann. Hat er sehr gut gemacht. Keine Frage. So, weiter geht's. Schnell zurückfahren. Der ist ein bisschen langsamer als der New Holland, was für die Breite der Straßen hier und so weiter voll ausreichend ist, meiner Meinung nach. Passt der hier rein? Oh, nee, passt nicht rein. Okay. Ist ein bisschen. Kann ich. Nee, kann man nur zusammen. Oder senken. Will ich nicht. Ah, das ist ein Schneidwerk. Ich habe mir das Glas-Schneidwerk gekauft. Steht da, ne, da vorne. Einfach nur als Frontlader dann davor. Dann geht es ein bisschen schneller. Hätte man vielleicht was anderes kaufen können. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Und ich denke, da gibt es natürlich welche mit Schwartfunktion und so weiter und so fort. Dadurch, dass ich aber hinten die Seitenschneidwerk habe, kann ich das eh nicht machen mit der Schwartfunktion. Also war es mir erstmal egal. Und ich wollte jetzt hier keinen 500 PS-Trecker holen, nur um das Gras zu schneiden. Habe ich mir gesagt, okay, machst halt einfach ein bisschen weniger diesbezüglich. So, er fährt hier schön lang. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich bei der nächsten Ernte ja eigentlich genug Weizen haben werde. Ach so, jetzt fahre ich in die falsche Richtung. Ah, mein Gott. So, egal, nicht schlimm. Gucken, kommt nichts. Also schnell weiter. Sieht mega geil aus mit diesem Schlauch da dran und so weiter. Das fand ich cool, dass solche Fahrzeuge dann Einhalt gezogen haben in das Spiel. Sehr, sehr nett. So, Soja habe ich gerade. Jetzt machen wir mal ein bisschen Hafer-Raps. Raps ist gut. Nehmen wir hier ein bisschen Rapsen. Jetzt wechsle ich ein bisschen durch, damit ich halt die anderen Sachen gut verkaufen kann. So. Ich finde den Sound von diesem Trecker auch irgendwie ganz cool. Der hat was. Er hat immer so, dass er da so einen so ein Ding nicht ganz mitnimmt, ne? Seht ihr das? Also will immer hier die Kante nicht so mitnehmen, da muss man immer so ein bisschen helfen. Ist ein bisschen nervig, aber egal. So 43%, wenn ich gerade schon hier bin, kann ich auch gerade einmal kurz abtanken. Dann kann er nämlich jetzt gleich ordentlich alleine fahren. Und wir können dann einen ganzen schönen Stroh einsammeln. So, sehr gut. Habe ich jetzt gleich nämlich so ein paar Bahnen Stroh, die ich einsammeln kann. Kann dann wiederum den Helfer hier ein bisschen laufen lassen, das ist ganz gut. Also so, ja, zwei Bahnen hat er gefahren, bei drei, also so knapp 40, vier Bahnen sollte er packen, bis er voll ist. Das ist ganz gut, da wäre es zu wissen. Ich finde das immer wichtig, weil damit ich dann ungefähr weiß, wie viel Vorsprung ich habe, wann ich dann den Helfer wieder abtanken muss. Das ist ganz praktisch. Ich könnte mir natürlich jetzt noch einen Trecker holen, der dann nur zum Abtanken ist, aber ganz ehrlich,
Brauche ich aktuell nicht. Kriege ich auch so hin. Ja. Theoretisch gesehen kann ich das Stroh auch hier erstmal liegen lassen. Nur, weil der andere auf der anderen Seite da definitiv noch ein bisschen braucht. Oh, warte, jetzt habe ich was Falsches gemacht. Warum hat er jetzt hier die Strohablage ausgeschaltet? Das verstehe ich nicht. Bisschen ungünstig. Bitte anmachen. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Gerade unnötig Stroh verloren. So, jetzt ist halt die 5 Meter hier, ne? Aber trotzdem. Manchmal will man da nicht so ganz rein. Egal. In der Regel hat man ja auch genug Stroh. Gerade wenn man hier so ein bisschen was macht. Guck mal, jetzt kommt wieder gut was dazu. Mein Kuhstall ist natürlich auch voll gefüllt mit Stroh. Voll gefüllt mit Stroh. Ne? Also doppelt gemoppelt hält immer besser. Und das sieht ganz gut aus. Ja, 2 Bahnen bin ich jetzt hier bei knapp 30%. Ist gut. Bei dem Ladewagen ist das ja nicht so wild. Man merkt, der Ladewagen ist nicht der größte, aber er hat einen... Ja, willst du jetzt nicht fahren? So. Und da hinten, die Hinterachse lenkt halt mit. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Der hat einen super Wendekreis. Gutes Fahrzeug, kann man nicht anders sagen. So. Hier kriege ich auch auf jeden Fall genug Stroh raus. Kann ich locker gleich beim Fahren noch abtanken. Weil ich muss ja gleich definitiv einmal halten, weil ich halt viel zu schnell Stroh einsammle im Vergleich zu dem Helfer. Ja, das kriege ich nicht ganz hin. Da hinten schön die Achse, wie sie mitlenkt. So. Ein Stückchen weiter noch. Weiter geht's. Sehr gut. Und einsammeln den ganzen Klotterer-Dodge. Ja, passt sehr gut. Ich muss sogar einen Schluck Tee trinken. So, das tut immer gut, ne? Ach, wenn man Kinder hat, die im Kindergarten sind, die bringen alles mit nach Hause, was man nicht braucht. Dauererkältung, das ist, naja, aber Tee hilft, ist immer gut. Also, weiter geht's hier. Da rumfahren und weiter geht's. Ja, das erfüllt sehr gut seinen Sinn und Zweck. Vom Stroh sollte es locker her passen. Wenn ich jetzt noch die eine Bahn nehme, dann sollte er die ganze Bahn hier mit locker packen. Da warte ich jetzt gerade noch. Dann bringe ich das schnell zurück und versuche mal, ob ich die Silage einsammeln kann. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Warte mal, derzeit, dann kann ich gerade den, wenn er jetzt gerade nochmal... Muss ich aus Versehen gerade eben daran gekommen sein mit der Strohablage. Das ist sehr ärgerlich. Mit der 43%. Upsala. Und soll doch treffen. So. Tank gerade ab. Jetzt habe ich gleich wieder ein bisschen mehr Zeit. Dann kann ich das mit der Silage testen, ob ich die dann aufsammeln kann. Stroh zeige ich euch gleich auch, wo ich es reinkippe. Ganz wichtig. Ja, macht er gut hier. Macht er sehr gut. Ja, kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Stroblage ist jetzt an. Definitiv gerade... Beim einen Mal schon gemerkt, aber das geht jetzt ganz gut. Ja, ärgerlich, ne? Ärgerlich. Aber ist egal. Jetzt da ein bisschen Stroh, was ich da jetzt verloren habe. Da werde ich doch ein Feld, glaube ich, noch mit Hafer bestellen gleich. Damit ich immer so ein bisschen Stroh habe. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ein bisschen mehr rauskommt. Aber alles gut. Sollte reichen. Und wie gesagt, im Notfall verkauft ihr halt Stroh. Ich weiß gar nicht, ob man die Mischration verkaufen kann. Die bringt ja eigentlich auch mal ganz gut Geld. Bei manchen Karten, wo bemerkt, aber da. Mal schauen. So. Bei knapp 80%. So, bitte fahren jetzt hier. Schön nahe Wege, das ist natürlich super. Zeige ich euch das gerade mit der Mischration, die man da rausziehen kann. Das ist natürlich super. So. Na, jetzt kippen wir einfach hier den ganzen Strohgas hier rein. Das passt super. Kann ich auch in das andere Lager mit reinpacken, aber ja, hier kann ich es halt direkt mischen. Ne? Gleich hier Befüllung starten, kann ich jetzt sagen. Also, weil ich jetzt nur Stroh auflagen kann. Beziehungsweise mit dem ne, Hexegut, Stroh, Heu, Gras, Silage. Ne? Also, da kann ich hier dann alles schön zusammen mixen. Das ist natürlich super. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich mit dem Ding hier, weil es ja sehr flach geladen ist, ob ich damit wirklich Silage aufsammeln kann. Das wäre natürlich super. Manchmal geht's, manchmal nicht. Nee, ja, es kommt. Ja, doch, da so ein bisschen konnte er machen. So, mal gucken, ob er das jetzt hinkriegt. Ja. Könnte man den ganzen Laden hier aufklappen, ne? Ist der ernsthaft noch mit der Schippe einmal ran? Das wäre eher sehr ärgerlich, aber egal, nicht schlimm.
Aber er kann das halt, ne? Mit ein bisschen Geschick und so, wenn ich das noch ein bisschen platter fahren würde, würde er hier eigentlich alles hinbekommen. Ja, da mache ich gleich mal mit der Schaufel, lege ich daran. Dann passt das nämlich. Aber egal, das kriege ich hin. Das hört sich gut an. Hier ist doch die Schaufel. Kann ich ja auch einmal direkt auch gerade mal den Ladewagen ausmachen. Dann merkt man immer beim Anzug dann ja, dass das so ein bisschen lahm ist. So. Weil sonst hätte ich mir jetzt irgendwie so einen Lader holen müssen oder ein Förderband oder ähnliches. Und da ich momentan mein Geld noch ein bisschen anders investieren könnte, kann ich natürlich auch direkt mit dem Ding hier aufsammeln. Ah, guck mal jetzt. Hoppala. Warum auch immer das jetzt so verloren, ne? Warum kommt die Schippe jetzt nicht hoch? Ah, jetzt so. Ich pudel jetzt hier gleich nochmal rein, damit ich hier auch wirklich. Na, will er nicht? Ah, ja, genau, damit das Ding halt aufgeht, wo bemerkt, das ist immer mein wichtiges Hab und Gut, was ich hier habe. Soll es ja ernsthaft hier hängen, ne? Das ist ärgerlich, ne? Dass ihr so einen kleinen Huckel hier habt, den er nicht mag. Was ist schlimm. Kriegen wir trotzdem hin. Ich klappe natürlich den Ladewagen auf. Jetzt holen wir uns wieder ein bisschen schwer, aber egal, nicht schlimm. Wir machen mal den Ladewagen wieder an. Ich schaff da nicht den Huckel. Ja, da muss ich mir nochmal was überlegen dann nachher. Aber ist auf jeden Fall nur eine Idee, dass man damit halt Silage einsammeln kann, wenn man das denn möchte. Jetzt quält er sich hier aber gerade lang. Ein bisschen was hat er gerade noch eingesammelt, ne? Also seht auf jeden Fall, das geht definitiv. Gut ist dann was anderes. Ich lasse mal einfach gerade hier die Schaufel stehen. So, ein Stückchen wieder zurückfahren. Ja, man kann das Ganze noch ein bisschen platter halten. Da muss ich mir nochmal was überlegen. Wenn vielleicht jemand noch eine gute Idee hat, wie man sich vor allem kostengünstig halt so ein bisschen Silage hier einsacken kann. Weil mit der Schaufel dauert das wirklich sehr lange. Aber nicht schlimm, kriegen wir alles hin. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier durchfahren konnten. Hier durch, genau. Dann Innenperspektive wechseln. So, und jetzt können wir hier natürlich auch wieder Silage abtanken. Und derzeit können wir natürlich schon mal gucken, wie weit der hier ist. 68%, ja. Blinker mal ausmachen, brauchen wir nicht mehr. Und der zieht das hier einfach mal so weg. Das funktioniert. Aber wie gesagt, ich dachte, würde er besser durchkommen dann dabei. Mit manchen Ladewagen geht das irgendwie nicht ganz so gut. Mit dem Aufsammeln der Silage. Mit manchen geht es außerordentlich gut. Also das kommt immer ganz drauf an, wie man das denn jetzt so macht. Hat einen fast vollen Korntank. Ja, genau. Es sind diese vier Bahnen, die ich eben gesagt habe. Ne? Sieht man jetzt ja auch hier sehr schön mit der Schwadablagerung. Und jetzt werde ich ihn gleich einmal per Hand nochmal abtanken. Einmal den hier noch halten. Oh, schön zurückfahren hier. 88%. Sieht sehr gut aus. Ist noch ein so ein Fitzel, den man einsammeln kann. Ja, da war genau ein, ein Korn drin. Also ein Liter. Ja. So, dann versuchen wir hier gerade abzutanken, kleiner Mann. Während der Abtank kann ich natürlich hier nochmal locker eine Bahn zu Ende fahren. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, was der Helfer daraus macht. Also jetzt machen wir das Feld gerade noch zu Ende. Ob er denn da mit dem Soja, was denn dazwischen steht, noch zurechtkommt. Da bin ich mal sehr gespannt. Und los. So. Dann schauen wir mal. Dann fangen wir an hier. Also, sieht ganz gut aus, gut ausgerichtet. So, weiter geht's. In der Zwischenzeit kann man wieder Stroh machen. Da können wir einmal gerade hier bei unserem Kollegen hier gucken. Ne, Hälfte hat er auch schon durch. Sieht sehr gut aus. Und er macht's wirklich, er macht's gut, ne? Vorne einen so einen kleinen Fitzel. Müssen wir gerade mal gucken, ob das hier. Ne, war nur der Schatten. Okay, jetzt gehen wir gerade mal auf die andere Seite schnell. Ob denn da auch alles gut bestellt ist. Ne, ihr seht ja momentan gedüngt null natürlich, weil es eine Sämaschine ist, die ein bisschen, ja,
simpler arbeitet, sagen wir es mal so, aber dann seinen Dienst voll und ganz erfüllt. Und seht ihr hier, jetzt macht er das bis zum Ende. Ist immer nur der Erste, wenn man ihn nicht ansetzt, lässt er immer einen so ein bisschen offen. Ich weiß nicht warum. Ist ein bisschen nervig, aber ist halt so. Aber ich finde immer, wenn man schon das ganze Feld hat, dann sollte man natürlich auch das ganze Feld bestellen können, beziehungsweise auch nutzen können für die Ernte. Alles andere wäre auch nur Geldverschwendung. Und gerade zum Anfang im LS braucht man ja doch mal den einen oder anderen Euro. Kurze Teepause hier. Ah, lecker. So, weiter geht's. So, jetzt bin ich mal gleich gespannt, was er da wirklich rausmacht. Ob der Helfer das dann irgendwie differenziert dabei, wo auch immer er jetzt gerade lang fährt. Immer gut, dass der. So. Dann düse mal weiter hier. Jetzt kann ich mal gerade einmal gucken hier, was ich denn hier habe mit dem ganzen. Ne, seht ihr jetzt halt, dass ich da. Also mal wieder korrigieren. So. Ne, 8761 Liter Silage dann da drin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Das Gute ist, mit dem Schneidwerk kann ich jetzt zum Beispiel auch noch, also das Glasschneidwerk, was ich mir geholt habe, könnte ich jetzt auch noch hier um meine ganzen Felder rumfahren und einfach nur ein bisschen ernten. Das wäre da genauso. Wenn er das natürlich jetzt genauso durchziehen würde, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, okay. Grund unbekannt. Seht ihr? Da steht irgendwo ein Fitzel Soja. Ja. Okay, er hat das gleiche Problem wie ich quasi. Ist natürlich sehr, sehr schade, aber man kann es nicht ändern. Ist halt so. So, jetzt werden wir mal gerade mehr den. Rest noch, warte mal, ich fahre den hier gerade mal zur Seite. Ja, schafft er den? Ja, haben wir nur den ersten Meter, dass wir den ein bisschen begradigen dabei. Sehr gut. So, anhalten. Ja, hier steht noch ein bisschen. Jetzt können wir erstmal hier den Rest gerade weiterfahren. Das geht natürlich auch ganz gut. Ne, will er nicht, oder? Doch. Ne, will er auch nicht. Ah, ist ein bisschen Käse dann dabei. Könnte mir jetzt sehen, was er wollt, ne? Jetzt hat er das wieder. So. Jetzt fährt er wieder bis zum nächsten. Bis zum nächsten Sojapunkt. Und ganz ehrlich, das mache ich einfach platt. Das ist mir jetzt zu doof, dass ich da jetzt lange rumeier hier. Und jetzt wird er wieder aufhören. Ja, ist natürlich ist eigene Doofheit gewesen, ne? Muss man ja sagen. Aber dass das Spiel das dann so schlecht differenzieren kann, ist natürlich echt schade. Aber ich werde jetzt hier nicht wegen 5 Soja und weiß ich nicht, 10. Ach, jetzt hat er da komplett auf wieder. Oh, steht hier wieder irgendwas dazwischen? Das ist unsichtbare Frucht, denke ich mal, würde ich meinen. Mal gucken, was er daraus macht. Ja. Dummheit muss bestraft werden, ne? Bin ich schon großer Fan schon immer gewesen. Natürlich schade, wenn es einen dann so trifft, aber egal. Und dann Rest hier mal hier einfach platt. Ganz ehrlich, bis ich da jetzt lange rumeier, das bringt ja gar nichts. Da hinten war, glaube ich, noch so ein kleiner Streifen da dabei, den kann ich gleich noch mitnehmen. Aber jetzt mache ich erstmal den hier gerade leer noch einmal, dass er dann auch wirklich leer auf dem neuen Feld anfängt. Ja, ist natürlich, wie gesagt, upsala, ärgerlich. Aber egal, ist halt so. Hätte ich ja drauf aufpassen können, ne? Würde im echten Leben ja auch ein lustiges Ergebnis geben, würde ich sagen. Wobei natürlich dann auch andere Jahreszeiten wären, weil die Früchtearten ja natürlich nicht so unterschiedlich oder unterschiedlich dann natürlich reif wären. Aber egal, nicht schlimm. Also ich könnte natürlich auch jetzt hier gerade den ausschalten. So, und dann den hier gerade so abfahren. Ne? Fahre ich den einfach wieder drauf. Jetzt kann ich natürlich wiederum das Schneidwerk wechseln, damit Soja rangehen und so weiter und so fort. Aber ja, wegen 5 Soja mache ich das jetzt nicht. Ne? Dann ziehe ich den dann so raus, nehme den Weizen mit. Ne, weil das schneidet er so lange, bis er den Weizen weg hat. Dann lässt er den Soja wieder stehen und dann kann ich das wieder den nächsten machen. Ja. Ist ein bisschen ungünstig. Hätte man vielleicht anders lösen können, spielerisch. Aber egal, wie gesagt, ich bin ja auch selbst schuld. Deshalb bitte kein Mitleid. So. Den kriegen wir aber so mit. Bei dem hier könnte ich jetzt zum Beispiel schon wieder die Strohablage anschalten, dass er hier wirklich den einfach daneben macht. Vielleicht kriege ich den ja auch mit rein dann. Naja, mal gucken.
So, und dann kann ich hier direkt weitermachen, dann passt das alles ganz gut. Dann sieht das schon mal gut aus. Den mache ich gerade mal leer oder lasse ich erstmal stehen, bringe nachher das Getreide weg von dem anderen Wagen. Und das sind jetzt hier, wie gesagt, diese 10 Soja, die da stehen. Die sollen jetzt mich nicht reich oder arm machen, das ist dann egal. Bisschen ärgerlich gewesen, aber egal, dann passt das halt ganz gut. So, dann ziehen wir den nochmal rum. Also, ich denke da, die Investition, die ich da hatte mit dem neuen Trecker erstmal, den John Deere, den ich da habe, der macht wirklich einen guten Job, ne? Also ich finde mal, wenn ein Helfer gut läuft, dann muss man damit erstmal keine Probleme haben. Der blieb nicht hängen, der macht alles, was er soll. Sehr, sehr gut. Es gibt ja manche Mods, die tun das nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Und meistens sind es dann immer die Geräte statt den Treckern selber, ne, dann dabei. Aber ist nicht schlimm. Und ja, hier haben wir natürlich jetzt durch das breitere Schneidwerk natürlich wirklich auch was ganz Tolles, dass wir dann einfach sagen können, okay, wir haben hier die Möglichkeit, dass das eigentlich ja, alles ein bisschen vereinfacht wird, ne? Wir sind schneller mit der Ernte fertig. Wir haben einen breitere Spur für die Aufnahme des Strohs, was natürlich erstmal sehr gut ist, sondern hört sich das alles erstmal ganz, ganz gut an. Genau, wunderbar. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2019. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.